Der Film beginnt mit dem Mädchen Ova, das in ihrem Hochzeitskleid in den Spiegel schaut. Plötzlich hält sie ihr Make-up an und hört die Nachricht im Hintergrund, in denen es heißt, dass die Todesstrafe endlich aus der türkischen Verfassung gestrichen wird. Es wird auch erwähnt, dass die Todesstrafe das letzte Mal im Jahr 1984 vollstreckt wurde. Als Ova dies hört, zieht sie die Schublade des Schminktisches heraus und sieht die metallene Zigarettenschachtel genauer an. Dann wechselt die Szene in das Jahr 1983, wo Ova ein Kind ist und von ihrer Klassenlehrerin Mayen für gute Leistung gelobt wird. Nach der Schule rennt Ova zu ihrem Vater. Memo ist ein autistischer Patient, der sich wie ein kleines Kind verhält. Ovas Klassenkameraden machen sich über ihn lustig, aber auf dem Heimweg werden sie von Mayen aufgehalten. Ova bemerkt in einem Laden eine rote Hades-Schachtel und sie bittet ihren Vater, sie für sie zu besorgen. Aber als Memo nachschaut, wie viel Geld er hat, merkt er, dass es nicht reicht. Trotzdem verspricht er seiner Tochter, dass er ihr die Tasche bald besorgen wird. Während Memo sich um sein Vieh kümmert, fragt Ova ihre Großmutter Nene, warum ihr Vater anders ist als andere. Nene antwortet, dass Momo den Geist eines Kindes in sich trägt und Ova sich vor denen in Acht nehmen sollte, die versuchen, sich über ihn lustig zu machen. Am nächsten Morgen breitet Nene und Momo einen Korb mit süßen Äpfeln vor, um sie bei der Parade zu verkaufen, die im Laufe des Tages stattfindet. Nene spricht mit Memo über den Hadesbeutel und erinnert ihn daran, dass ihr Ziel daran besteht, so viele Äpfel wie möglich zu verkaufen und den Beutel für Ova zu besorgen. Augenblicke später nähern sich Ova und Memo dem Markt, auf dem die Parade stattfinden wird, während die dort anwesenden Armeegeneräle sich gegenseitig begrüßen und eine andere Gruppe gerade auf den Platz marschiert. Ein Armeeoffizier und eine andere Gruppe marschiert gerade auf den Platz zu, als ein Armeeoffizier so tut, als würde er seinen Schnürsenkel binden, und als die Gruppe nach vorne geht, rennt er weg. Bald darauf beginnt die Parade und Ova nimmt auch daran teil. Memo beginnt seine Eisäpfel zu verkaufen und verdient genug Geld, um die Tasche für Ova zu kaufen. Sie laufen in den Shop, um die Tasche zu kaufen, doch zu deren Unglück wurde sie schon verkauft. Da es das letzte Exemplar war, bittet er den General Aiden, die Tasche seiner Tochter zu geben, wird jedoch geklatscht. In der nächsten Szene genießt Aiden ein Picknick mit seiner Familie und seinen Freunden in der Nähe eines Sees, wo Momo seine Schafe hütet. Sage, die den gleichen Rucksack trägt, kommt vor Momo und bittet ihn, ihr zu den Felsen am Ufer des Flusses zu folgen. Sage erklettert auf den großen Felsen und als sie die Gefahr erkennt, versucht Momo sie aufzuhalten und unglücklicherweise rutscht Sage aus und stößt sich den Kopf an einen Felsen, bevor sie in den Fluss fällt. Memo springt in den Fluss, um sie zu retten. Beim Picknick merkt Sages Mutter, dass Sage nicht in der Nähe ist und fragt die anderen Kinder. Die Kinder erzählen ihr, dass sie mit Memo spielen gesehen haben. Aiden hört es auch und beschließt, nach seiner Tochter zu suchen. Memo holt Sage aus dem Wasser, aber leider ist sie schon tot. In diesem Moment kommt Aiden und seine Gruppe dort an und nehmen Memo fest, weil sie glauben, dass er Sage getötet hat. Daraufhin wird Memo zur Polizeiwache gebracht und schwer verprügelt, bis er sich bereit erklärt, die Tat zu gestehen. Aiden trifft sich auch alleine mit Memo und lässt seine Wut freien Lauf, indem er ihn weiter verprügelt. In der Zwischenzeit kommt Nene und Ova vor der Polizeiwache an, wo ihnen mitgeteilt wird, dass Memo wegen des Mordes an einem kleinen Mädchen verhaftet wurde. Nene geht zu den Beamten und versucht ihnen klarzumachen, dass Memo nicht derjenige war, der das Verbrechen begangen hat, aber niemand hört auf sie, sodass sie keine andere Wahl hat. Nene und Ova warten die ganze Nacht vor dem Revier und hoffen, dass die Polizisten Memo am nächsten Morgen gehen lassen. Ova versucht, das Revier zu betreten, um ihren Vater zu treffen, wird aber von den Wachen aufgehalten. In der Zwischenzeit wird Memo in ein Polizeiauto gesetzt und von dem Ort weggebracht. Auf seinem Weg bemerkt er Ova und erzählt ihr, dass ein einäugiges Monster alles gesehen hat, was im See passiert ist. Als sie das hörte, sagt sie, dass das einäugige Monster eine verlassene Festung in der Nähe des Flusses ist und dass sie sicher ist, dass ihr Vater ihr etwas sagen will. Ohne Zeit zu verlieren, eilt sie zu der Festung. Auf der anderen Seite wird Memo zum Gefängnis gebracht und der Offizier Farrok, der Memo dorthin gebracht hat, weist den Gefängnisdirektor Nail an, Memo sehr streng zu behandeln. In der nächsten Szene erreicht Ova das Fort und findet den flüchtigen Soldaten, der sie fragt, wo sie sich verstecken soll. Sie geht auf ihn zu und fragt ihn, ob er den Unfall ihres Vaters im Fluss gesehen hat. Ausgeantwortet, dass er alles gesehen hat und erwähnt auch, dass ihr Vater unschuldig ist, da er nur versucht hat, das Mädchen zu retten. Ova ist glücklich, als er das hört und fragt sie, ob er Nene mitbringen kann, um dies von ihm zu hören. Nachdem sie zugestimmt hat, geht Ova von dort weg. Memo wird in eine Zelle gebracht, wo er von anderen Gefangenen konfrontiert wird. Oscorolus, einer der Gefangenen, fragt den Wärter nach Memos Verbrechen und trotz der Weigerung des Wärters, die Informationen weiterzugeben, erzählt der Wärter Oscorolus, was Memo getan hat. Später, während Memo sein Bett vorbereitet, sitzt Oscorolus mit seinen Gefängniskameraden zusammen und erzählt ihnen von Memo. Sie werden sofort wütend und schlagen den unschuldigen Mann erbarmungslos, während Ova Nene zur Festung bringt, aber traurig wird, nachdem sie Oscar nicht in seinem Versteck findet. Nachdem sie den kritischen Zustand von Memo sieht,
beschließt, ihn in ein anderes Gefängnis zu verlegen, aber Aiden weigert sich. Er erwähnt, dass er will, dass er für seine Verbrechen gehängt wird und befiehlt den Gefangenen in Mimos Zelle, ihn nicht anzufassen. In Mimos Zelle ist Oskorulu derjenige, dem alle folgen. Auf der anderen Seite bewundert Oskorulu Yusuf, der immer wieder einen seltsamen Fleck an der Wand betrachtet. Hafiz ist ein weiterer Gefangener der Gruppe, der den anderen Lektionen über das Leben erteilt, während Selim der Gefangene ist, der sich um nichts kümmert, was um ihn herum geschieht. 10 Tage sind vergangen und Orbach kann immer noch nicht sehen werden, wie sie darauf wartet, dass der Soldat in die Festung zurückkehrt und allen die Wahrheit erzählt. Ihr Lehrerin Main kommt an und fragt sie, wieso sie nicht zur Schule geht. Nachdem sie von ihrem Vater erfahren hat, verspricht sie ihr, Momo zu treffen, wenn sie regelmäßig die Schule besucht. Im Gerichtssaal wird Momo für schuldig befunden und deshalb zum Tode verurteilt. Alle sind erschüttert, dies zu hören, sogar seine Gefängniskameraden. Später, als Main Over zu einem Treffen mit Memo bringt, verbieten die Gefängniswärter ihn, dies auf Anweisung von Aiden. Glücklicherweise bemerkt Nile Main und nachdem er erfahren hat, dass Memo eine Tochter und eine Mutter hat, stimmt er ihnen zu. Allerdings sind sie überrascht, dass sie Over nirgendwo finden können. Over ist zu den Mauern des Gefängnisses gegangen, wo sie anfängt, den Namen ihres Vaters zu rufen. Memo hört die Stimme seiner Tochter und rennt in den Hof. Als Over ihm erzählt, dass das einäugige Monster alles gesehen hat, feiert er und ist sehr glücklich. Doch zu ihrem Pech kommen die Gefängniswärter und nehmen Memo von der Mauer weg. Währenddessen sehen die Zellengenossen das unschuldige Verhalten von Memo und die Art, wie er seine Tochter liebt, und kommen zu dem Schluss, dass er unschuldig ist. Sie wollen ebenfalls, dass er seine Tochter vor seiner Strafe trifft. Daraufhin fangen die Gefangenen an, sich gut um Memo zu kümmern und ihn als Mitglied ihrer Gruppe zu akzeptieren. Spät in der Nacht, als Oskorulu fast von einem anderen Gefangenen mit einem Messer angegriffen wird, rettet Memo ihn. Diese selbstlose Handlung überrascht Oskorulu und er beschließt, für die Gefallenen zu revanchieren, indem er sich ins Gefängnis schleicht und Momo am folgenden Tag überrascht. Am nächsten Tag spricht Oskorulu mit seinem Kontaktmann von außerhalb des Gefängnisses und bittet ihn, ein kleines Mädchen hineinzuschmuggeln. Später bringt ein Kontakt Orban und Ascaris Faun ins Gefängnis und lässt Orban an der Tür stehen. Während Oskorulu der Frau klarmacht, dass Over nicht ihre Tochter ist, wird sie reingezogen. Over wird in einem Wagen in den Gefängnisraum gebracht. Nachdem sie die Zelle betreten hat, steigt Over langsam aus dem Wagen und begrüßt ihren Vater. Das erschreckt Nemo und es fällt ihm schwer zu glauben, dass Over tatsächlich vor ihm steht. Bald umarmt er sie fest und Over erzählt ihm von den Soldaten, denen sie im Fort getroffen hat. Andererseits sucht Nene überall im Haus nach Over und als sie nicht findet, bekommt sie einen Herzinfarkt und stirbt. Wenige Augenblicke später kommt Oskorulu in die Zelle und erfährt von der Zeugin, die Memos Unschuld beweisen kann. Er lobt Over für ihre Klugheit und sagt ihr, dass ihre Zeit im Gefängnis vorbei ist und sie jetzt nach Hause zurückkehren kann. Doch Over und Memo wollen nicht getrennt werden. Als sie das sehen, sagt Oskorulus Beute, dass Memo krank ist und sich ausruhen müsse und versichert ihr, dass er nach Hause käme, sobald es ihm gut ginge. Daraufhin fragt Over alle nach ihren Krankheiten und einer nach dem anderen erzählen Fangen von ihren Verbrechen, die sie als Krankheiten darstellen. Over nähert sich Yusuf und sieht, wie er auf einen Fleck in der Wand starrt und schlussfolgert, dass der Fleck einem Baum ähnelt. Yusuf ist erstaunt zu hören, da Over die erste ist, die von seinen Visionen erfahren hat. Yusuf hatte seine eigene Tochter getötet und unter einem großen Baum begraben. Während die Gruppe sich mit Over unterhält, kommt Nile dort an, dem er die Information erhalten hat, dass ein kleines Mädchen eingedrungen ist. Alle versuchen sich zu verstecken, aber der unschuldige Memo enthüllt, dass Over sich unter dem Bett versteckt. Wütend schreit Nile die Gefangenen an, weil sie die Regeln des Gefängnisses gebrochen haben und erwähnt, dass sie bestraft werden. Als Nile versucht zu gehen, hält Oskorulu ihn auf und bittet ihn, Memo zu helfen, seine Unschuld zu beweisen. Er erzählt ihm auch von Oscar und bittet Nile, ihn zu finden und Memos Leben zu retten. Außerdem sagt Oskorulu Nile, dass er niemanden außer ihm vertrauen kann, da er glaubt, dass er immer für die Wahrheit steht. In der nächsten Szene fragt Nile nach Oscar und nimmt ihn mit zum Fort. Dort trifft Over auf Main, die ihr von Nenis Tod erzählt. Als Over dies hört, weint sie und umarmt Main. Währenddessen spricht Nile mit den Einheimischen und durchsucht das Fort. Nach ein paar Untersuchungen findet er ein Gewehr und versteckt ihn in den Felsen und schließt daraus, dass Over die Wahrheit sagt. Später bittet Nile einen der Armeeoffiziere Farrok um Hilfe, doch dieser weigert sich ihm zu helfen, da der Fall mit dem Armeegeneral Aiden zusammenhängt und er fürchtet, seinen Job zu verlieren. Trotzdem will Nile unbedingt die flüchtigen Soldaten finden, sie befragen und Memos Unschuld beweisen. In der folgenden Szene sieht man die Gefangenen, die ihre Familienmitglieder besuchen. Nach einer langen Zeit akzeptieren sie, dass Memo ihnen die Wichtigkeit ihrer Familie vor Augen geführt hat. Zur gleichen Zeit spricht Main mit Nile und erfährt, dass das Gefängnis bereits den Befehl erhalten hat, die Todesstrafe für Memo vorzubereiten. Orva spricht ebenfalls mit Memo im Gefängnisraum, wo er anfängt zu weinen, nachdem sie ihm vom Tod von Nene erzählt hat. Oscar wird schließlich gefunden und ins Gefängnis gebracht.
erzählt Faruk alles über den Vorfall, aber leider geht einer der Gefängniswärter zu Aiden und informiert ihn darüber, dass der Zeuge gefunden wurde. Aiden befiehlt dann den Wärter, den Zeugen zu ihm zu bringen, und als Oscar anfängt, alles über den Unfall zu erzählen, schießt Aiden auf ihn und tötet ihn auf der Stelle. Als Dale und die anderen dort ankommen, erzählt Aiden ihnen, dass Oscar wieder versucht hat zu fliehen, also hat er ihn erschossen. Am nächsten Tag wird Over ins Gefängnis gebracht, um sich mit Memo zu treffen, aber sie weiß nicht, dass es ihre letzte Chance ist, bei ihrem Vater zu sein. Memo versucht sich auch zu beherrschen, aber nach einiger Zeit bricht er zusammen und sagt, er wolle nicht sterben und seine Tochter allein lassen. Schließlich wird Memo von Over getrennt und zurück ins Gefängnis gebracht. Später in der Nacht, als es Zeit für Memos Exekution ist, verabschiedet er sich von seinen Zellengenossen und wird zur Exekution nach draußen gebracht. Nile und die anderen Gefängnisbeamten sind erschüttert, aber sie können nichts anderes tun, als zuzusehen, wie Memo exekutiert wird. Am nächsten Tag kommen Farrakh und Nile zu Over und überreichen ihr eine metallene Zigarettenschachtel. Hier beginnt Nile Over von einem Plan zu erzählen, den er und die anderen Gefangenen einige Tage zuvor gemacht haben, um Memo zu retten. Die Szene blendet dann zurück zu der Zeit, in der Yusuf erwähnt, dass er seine Tochter in seinem Traum gesehen hat und Memo retten will, indem er sich opfert. Oskorolev informiert Nile darüber, gemeinsam spielen sie einen Plan, um Memo gegen Yusuf auszutauschen. Yusuf verabschiedet sich von seinen Zellengenossen und verlässt die metallene Zigarettenschachtel, bevor er zur Hinrichtung abgeführt wird. In der letzten Szene trifft Over wieder auf Memo und freut sich sehr, ihn wiederzusehen. Die erwachsene Over, die die metallene Zigarettenschachtel betrachtet und das große Opfer würdigt, das Yusuf für sie und ihren Vater gebracht hat. Und das war alles vom Video.